Ah, das hat er ja schon. Oh, herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Ihr seht, der Weihnachtsbaum ist geschmückt. Viel mehr ist noch nicht fertig. Weihnachten ist halt da. Heute Morgen saßen meine Frau und ich zusammen und sie sagte: Mensch, plötzlich ist Weihnachten da. Wie jedes Jahr überrascht es einen immer wieder aufs Neue, obwohl es ja eigentlich im Kalender steht. Aber irgendwie ist man immer wieder von Neuem überrascht. Und so ist das auch mit Weihnachten. Darum geht es ja auch im Advent. Deswegen habe ich ja die vielen neuen Perspektiven auf Weihnachten vorgelesen. Aus diesem wunderbaren Buch Weihnachtswundernacht, Band 7, ups, Band 7, erschienen im Brendo Verlag, herausgegeben von Thomas Klappstein. Seit 7 Jahren jetzt neue, überraschende Perspektiven auf das Fest, mit dem keiner gerechnet hätte. Weihnachten. Gott wird einer von uns. Gott wird ein Mensch. Die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes. Hammer. Hammer, hammer, hammer. Ja, und deswegen kann es auch an allen Orten stattfinden. Ich sag's gleich vorneweg. Heute Nachmittag im Wald, im Taunus, in einer schönen alten kleinen Kirche in Schneidhain. Das ist direkt neben Königstein. Halte ich 2 Gottesdienste. Um 15:30 Uhr einen mit Krippenspiel und um 17 Uhr einen ohne Krippenspiel. Dafür mit mehr Liturgie. Ja, also, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wenn ihr in der Gegend seid, besucht mich dort. Schneidhain, Evangelische Kirche Schneidhain, Evangelische Johanneskirche Schneidhain, 15:30 Uhr und 17:30 Uhr. Doch jetzt, wie versprochen, aus Weihnachtswundernacht. Die letzte Geschichte, das 24. Türchen. Es ist Weihnachten. Das Warten hat sich gelohnt. Advent ist vorbei. Aber wie schon Sepp Herberger sagte, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und heute also die Geschichte Weihnachten im Waschsalon. Meine Frau und ich, wir gehen seit circa 1,5 Jahren oder so in einen Waschsalon in Frankfurt. Das ist immer sehr spannend. Und eines Tages kam mir da die Idee, wie wäre es wohl, wenn hier in diesem Waschsalon Weihnachten gefeiert würde. So, und dann habe ich das mir einfach mal ausgedacht und aufgeschrieben. Weihnachten im Waschsalon. Während es draußen in diesem Jahr selbst für einen Winter bitter kalt war, herrschte hier drinnen mollige Wärme. Es roch angenehm unaufdringlich nach Waschmittel. Also irgendwie nach einer Mischung aus 22% Zitrusaroma, 13% Myrrhe, 11% Butteraroma, 7% Bieraroma, 9% Weihrauch, 6,66% Vogelscheiße, 1% altem Frittierfett, 9% Tannennadeln, 3% Datteln, 1% Hering und ein paar weiteren undefinierbaren Anteilen. Monoton surrten die Maschinen des 24-Stunden-Waschsalons im Erdgeschoss der alten Wohnanlage Wartesaal zur Ewigkeit in einem geheimnisvollen Takt. Wenn man sich eine Weile darauf einließ und ganz genau hinhörte, konnte man in dem sanften Wummern fast schon die altbekannten Weisen zur Jahreszeit erkennen. Grelles Neonlicht erhellte den weiß gekachelten Raum, der früher mal ein kleiner Supermarkt gewesen war, dessen Betreiber Siegfried Sünder jetzt aber selbst in der alten Wohnanlage auf die Ewigkeit wartete. Die gleißende Helligkeit des unbarmherzigen Neonlichts wurde nur durchbrochen von den lustig blinkenden LEDs eines kleinen Plastikweihnachtsbaums, der auf einer der surrenden Maschinen immer wieder gefährlich nah am Abgrund tanzte. Bunt wie die Lichter des Baums war auch der Inhalt der einzelnen Maschinen. In einer wirbelten zum Beispiel bunte Kleinteile in einem irrwitzigen Tanz umeinander. In einer anderen war das Wasser rot gefärbt, als befände sich blutige Wäsche darin. Und in der nächsten Maschine wiederum sah man sogar ein paar Knochen, wahrscheinlich Rehrücken, am Fenster rotieren. Gedämpft drangen durch die geschlossene Glastür des Waschsalons kehlige Wortfetzen, die irgendwie fremdländisch klangen, vom Kiosk des mystischen Mustafa auf der anderen Straßenseite herüber.
Eine Gruppe Straßenkehrer, dick eingepackt in grell-orange Overalls, stand da am Kiosk. Sie wärmten sich ein wenig auf, bevor sie weiter durch die Nacht ziehen würden, um sich um die Reste vom Feste auf den Straßen der Stadt zu kümmern und sie wie eine verlorene Herde ausgemusterter Schafe vor sich herzutreiben. Der Trupp bestand in dieser Nacht aus Mitgliedern einer einzigen Familie, die inzwischen komplett von jung bis alt bei den städtischen Reinigungsbetrieben angestellt war. Es war die Familie Al-Rai. Das ist arabisch für Hirte, denen nichts anderes übrig geblieben war, als diese unbeliebte Schicht am Weihnachtsabend zu übernehmen, weil sie dringend Geld brauchten. Außerdem hatte die Einsatzleitung aufgrund ihres nicht christlich klingenden Namens angenommen, dass sie wahrscheinlich sowieso kein Weihnachten feiern würden. Dabei waren sie gar keine Moslems. Ihre Familie gehörte zu den Gründern einer uralten christlichen Gemeinde in Bethlehem im Heiligen Land. Aber das wusste niemand. So machten die Al-Ra'is aus der Not eben eine Tugend und feierten diese besondere Arbeitsschicht mit kurzen Pausen an verschiedenen Kiosken, in denen sie sich mit Tee und mitgebrachtem hartem Gebäck aufwärmten, während Vater Al-Ra'i die alten Geschichten von der Hoffnung auf einen Erlöser aus allen Dunkelheiten erzählte. Und selbst der mürrische Mustafa musste dabei ein paar Mal versonnen lächeln, denn er hatte als Kind in der Koranschule auch von diesen Hoffnungen gehört. Gegenüber im Waschsalon lächelte derweil niemand. Denn obwohl heute am Weihnachtsabend traditionell viele Menschen jeden noch so kleinen Raum in der Stadt einnahmen und auch fast alle Maschinen im Waschsalon in Betrieb waren, schien die zierliche alte Dame ganz allein im Waschsalon zu sein. Sie trug ein festliches Abendkleid, das schon einige abgewetzte Stellen aufwies, und über den Verband, der sich über ihren kahlen Schädel spannte, hatte sie dem Anlass entsprechend ein Perlenhaarnetz gespannt. Ihr Stil, sich zu schminken, schien alten Kinofilmen entsprungen zu sein, aber ihre Haltung war immer noch die einer prima Ballerina. Sie strahlte etwas von einer verblassten Verheißung aus, wie sie sich da im Rund des Maschinenpublikums gedankenverloren drehte. Wehmütig fiel ihr Blick dabei auf eine weiße Taube, die vor wenigen Minuten direkt vom Himmel auf den Gehweg gefallen war. Wahrscheinlich hatte sie mitten im Flug einen Herzschlag ereilt. Das war nun mal der Lauf des Lebens. Nun lag die Taube wie ausgestopft auf dem Gehweg und hatte im Tod einen Bannkreis der Unberührbarkeit um sich herum geschaffen, sodass die beiden Herren, die gerade die Straße heraufkamen, einen weiten Bogen um sie machten. Gerade so, wie es die Familie der alten Dame in den letzten Jahren auch mit ihr gemacht hatten. Dabei war sie doch noch gar nicht tot. Umso mehr hatte sie sich gefreut, als ihre drei Söhne, Kaspar, Melchior und Balthasar, allesamt erfolgreiche Astrologen, sie zum Weihnachtsessen besuchen wollten. Sie hatte versucht, noch einmal an ihre vielgerühmten Kochkünste von früher anzuknüpfen. Aber irgendwie war ihr seit dem Tod ihres Mannes doch so manches verloren gegangen und sie konnte sich einfach nicht mehr an alles erinnern. So hatte das Essen nicht so geschmeckt, wie es hätte sein sollen. Nur die Geschwisterrivalitäten ihrer Söhne waren so heiß und scharf gewürzt wie eh und je. Und in einem plötzlich entbrannten Streit waren sie alle vom Tisch aufgesprungen und hatten das Festessen umgeworfen. Und dann waren sie wutentbrannt aus der Wohnung gestürmt und hatten sie einfach allein und verzweifelt zurückgelassen. Wie in Trance hatte sie ganz automatisch das Tischtuch mit allem, was sich darauf befand, zusammengerafft und war von ihrer Wohneinheit in der alten Wohnanlage hinunter in den Waschsalon gegangen. Hier hatte sie wenigstens das Gefühl, nicht ganz so allein zu sein. Es war zwar auch hier kein Mensch zu sehen, aber da alle Maschinen liefen, würden ja wohl alsbald schon ein paar wieder zurückkommen. Und das gütige Auge der Überwachungskamera gab ihr ein Gefühl von Sicherheit. Sie wusste ja inzwischen, dass die Betreiberin des Waschsalons, Romy Kaiser,
immer wieder auf dem Monitor in ihrem Wohnzimmer im Nebenhaus schaute, um zu sehen, was im Waschsalon so vor sich ging. Und wenn jemand Hilfe brauchte, kam sie manchmal sogar herüber. Sie deutete eine Verbeugung Richtung Kamera an, als wolle sie sich für einen Applaus bedanken. Und tatsächlich öffnete sich kurz darauf die Eingangstür. Es war aber nicht Frau Kaiser, sondern es waren die beiden Herren, die auf dem Gehweg den Bogen um die tote Taube gemacht hatten. Sie kannte sie beide. Herrn Ochs, den Geschäftsführer der Fleischerei um die Ecke, und Herrn Asinus, den fleißigen Sachbearbeiter von der Arbeitsagentur, und nickte ihnen huldvoll zu. Herr Ochs und Herr Asinus holten sich ihre Wäsche aus dem Trockner und falteten sie ordentlich auf einem Tisch an der hinteren Wand zusammen. Da hörten sie alle plötzlich ungewöhnliche Geräusche aus einem der nicht mehr genutzten Nebenräume des alten Sündersupermarkts. Eine sonst immer verschlossene Tür öffnete sich und ein junges Ehepaar in abgerissener Kleidung betrat den Hauptraum des Waschsalons. Die Frau trug ein frisch geborenes Baby in Windeln gewickelt im Arm. Und weil die beiden offensichtlich kein Kinderbettchen dabei hatten, legten sie das Baby in eine der großen Trocknertrommeln, in denen Herr Ochs und Herr Asinus ihre Wäsche getrocknet hatten. Die junge Mutter wiegte den Kleinen in der noch warmen Trommel hin und her, was dieser sichtlich genoss. Ihr Mann holte derweil die Wäsche aus der blutroten Maschine. Und jetzt konnte man sehen, dass es tatsächlich Blut gewesen war, denn sie hatten das Baby im Nebenraum geboren und die blutigen Laken dann hier gewaschen. Frau Kaiser hatte ihnen das alles in einem seltenen Anfall von Güte zugestanden, weil das junge Paar in der gesamten Stadt keine andere Unterkunft gefunden hatte. Und die Geburtsstation des Krankenhauses hatte man schon vor langer Zeit geschlossen, nachdem sich der Betrieb aufgrund der wenigen Geburten nicht mehr rentiert hatte. Der junge Vater erzählte, dass sie sich die überfüllte Stadt bestimmt nicht als Geburtsort für ihren Erstgeborenen ausgesucht hätten. Aber es war ihnen nichts anderes übrig geblieben, als hochschwanger in die Stadt zu reisen, in der sie seit ihrer Geburt nicht mehr gewesen waren, weil sie sofort nach den Feiertagen dringend einige wichtige Unterlagen für den Hartz-IV-Antrag vom hiesigen Einwohnermeldeamt besorgen mussten. Inzwischen wurde es langsam belebt im Waschsalon, denn nun kamen auch noch die Al-Rais herein. Sie hatten neben dem Eingang ein sternförmiges Graffiti an der Hauswand aufleuchten sehen, das sie an das alte Sternsymbol aus ihrer Kirche in Bethlehem erinnert hatte, und wollten nachsehen, was da wohl los sei. Gerade nahm die alte Dame einen Anlauf, alle zu sich in ihre Wohneinheit einzuladen, da sie ja genügend Platz hatte, als sich die Eingangstür noch ein weiteres Mal öffnete. Herein kamen nun, Arm in Arm und mit reumütigen Gesichtern, die drei zerstrittenen Astrologen. Sie waren nicht weit gekommen in ihrem Streit. Schon am Dienstboteneingang der alten Wohnanlage, zu dem sie sich in ihrer Verblendung verirrt hatten, waren sie einer warmen, unausweichlichen Helligkeit begegnet und hatten das Gefühl gehabt, geradezu körperlich von ihr umarmt zu werden. Das heilsame Licht drang aus einem unscheinbaren Schwesternzimmer in den finsteren Flur hinaus und es war ihnen vorgekommen, als hörten sie rauschenden Engelsgesang von unzähligen weiß gekleideten Wesen, die in dem Raum sangen. Vom Frieden unter den Menschen war da die Rede und vom Wohlgefallen Gottes an der Versöhnung zwischen zerstrittenen Menschen und der Befreiung von solchen, die nicht mehr angesehen wurden, zurück in die Arme der Liebe. Da hatten sie ohne ein weiteres Wort gewusst, was sie zu tun hatten, und hatten sich auf die Suche nach ihrer Mutter gemacht, nachdem sie sie nicht mehr in ihrer Wohneinheit angetroffen hatten. Und als sie gerade an der Straße an der toten Taube vorbeigekommen waren und sich noch wunderten, wie die wohl hierher gekommen war, sahen sie durch das Fenster ihre Mutter im Waschsalon mit dem Baby auf dem Arm selig lächelnd und mit einem Ausdruck der Klarheit im Gesicht wie schon seit Jahren nicht mehr. Daneben standen die Eltern des Babys, umrahmt von Ochs und Asinus. Sie sahen die Al-Rais in ihren grellen Overalls und selbst der mürrische Mustafa vom Kiosk gegenüber und Romy Kaiser von nebenan waren mittlerweile Teil dieser nächtlichen Gemeinschaft geworden.
Und die Astrologen spürten ganz tief in ihren Herzen, wie in dieser Nacht Neues zur Geburt kam. Sie gingen hinein, entschuldigten sich bei ihrer Mutter und umarmten sie unter Tränen. Da erklang plötzlich eine volltönende, allerbarmende Stimme wie aus dem Nichts und sagte: »Versöhnung und Frieden sind das größte Geschenk, das ihr mir machen könnt. Es ist mehr wert als alles Gold auf der Welt zusammen.« Auch wenn das zwar gar nicht möglich war, hatten doch alle Feiernden den Eindruck, dass die Stimme aus der Trocknertrommel gekommen war, in die die alte Dame das Baby inzwischen wieder gebettet hatte. Und draußen, vor dem Waschsalon, erwachte plötzlich die tote Taube wieder zu neuem Leben, auch wenn das ebenso unmöglich war, und flog hoch hinaus ins nächtliche Sternenmeer. Denn das war von nun an der Lauf des Lebens. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alle gesegnete und belebende Weihnachten und bin froh, dass ihr mit mir zusammen auf Weihnachten gewartet habt in meinem illiterarischen Adventskalender und mal sehen, wie es weitergeht. Ich habe ja ganz gerne vorgelesen. Übrigens für alle Nicht-Lateiner unter uns, Asinus ist lateinisch für Esel. Also Ochs und Esel, Ochs und Asinus. Ja, so, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, nicht zu viel Stress. Ich gehe jetzt gleich arbeiten, ich habe es am Anfang ja gesagt. 15.30 Uhr, erster Gottesdienst in Königstein-Schneidhain und 17 Uhr, zweiter Gottesdienst in Schneidhain in der Evangelischen Johanneskirche. Bis dann, ciao.